Ey, gib mir mal was Brauchbares. Also, wenn das Spiel sagen möchte, fick dich, wir geben dir nichts, was du gebrauchen kannst. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Format, das ich hiermit starte. Und zwar heißt es Rageblamer. Ja, und ihr wisst wahrscheinlich, was Rage ist. Wir nehmen einfach, beziehungsweise ich nehme ein Spiel, von dem man weiß, dass es wirklich frustrierend und schwer ist. Und ja, wir spielen das jetzt einfach. Wir fangen das an zu spielen. Und damit ihr natürlich auch seht, wie toll ich ausrasten kann, weil ich bin wirklich kein sehr geduldiger Spieler, auch wenn man das vermuten sollte bei den ganzen Videos, die ich mache. Deswegen nehme ich auch mit der Webcam hier mein Gesichtchen auf. Und ja, wie ihr schon seht, wir haben eins der frustrierenden Spielen aller Zeiten, und zwar Mega Man auf dem NES. Und wir spielen das entweder, also im Idealfall würden wir es durchspielen, dann sind das natürlich mehrere Folgen. Im unidealsten Fall geht mir das Spiel nachher so auf den Sack, dass ich abbreche und nie wieder dieses Spiel anfassen werde. Ja, so kann man sich den Spaß am Spielen auch versauen. Und ja, ich glaube, ich habe mir genau das richtige Spiel für die ersten Folgen oder Folge ausgesucht. Und ja, dann gucken wir mal einfach, wie sich das so ergibt. Und übrigens, eine kleine Seitenbemerkung, ich kann das ja schon mal starten. Die Musik ist übrigens schon total nervig bei Mega Man 1. Ich habe da vorhin schon mal reingeschaut und das ist so kacke nervig. Kopfhörer habe ich übrigens auf, damit ihr jetzt nicht hier den Ton auch noch ins Mikro kriegt, bla und blub. Ja, wen nehme ich denn als erstes? Ich glaube, Eiermann, Gutsman. Nein, wir brauchen Eier. Ich nehme Elecman, denke ich mal. Also eine nette historische Sache, die ich hier einbringen kann, ist bei Mega Man 2, 3 und so weiter gibt es ja diese Erweiterung. Und diese Erweiterungen sind ursprünglich eigentlich eingeführt worden, weil Mega Man ursprünglich zu hart war. Und dann haben sich nämlich die Programmierer gedacht, dann machen wir doch irgendwas, damit es leichter wird. Und ja. Ey, Mann! Fängt jetzt schon an. Ja, und deswegen hat Mega Man diese ganzen Erweiterungen. Mit ein bisschen Konzentration geht's. Na, das ist nicht, weil... Naja, egal. Ja. Toll, das sieht gar nicht eng aus. Ja, nee, da versuche ich gar nicht erst da drüben ranzukommen. Ist ja dem Selbstmord gleich. Ach so, obwohl, so geht's. Dann muss ich zwar halt nochmal rüberspringen, aber ich glaube, das gibt volle Energie. Dann lohnt sich das wenigstens. Na, nur ein Stückchen. Dann wird's natürlich jetzt ein bisschen eng. Nee. Sag mal, ein bisschen eng bemessen hier. Ja, bis jetzt kann man das eigentlich noch entspannt spielen. Nee. Warum kommen denn jetzt... Jetzt... Oh. Das ist so ultra gemein. Nein, nein, oh, das hasse ich, dieses ganz Runterfallen. Das ist in manchen Stages ist das so schlimm. Da fällt man wirklich wieder bis fast zum Ende runter. Jetzt kommen wieder die ganzen Gegner auch neu. Ne, ist ja nicht so, dass man die kaputt gemacht hat. Nee, die kommen neu. Ja, 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 schnell, schnell weg. Oh, da sind jetzt bestimmt wieder erscheinende Steine. Oh, ja, da muss man das Timing richtig haben. 4, 1, 2, 3, 4, 1, nein! Oh. Nein! Nein, 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 nein! Scheiße! Das böse S-Wort habe ich nicht gesagt. Nein! Oh, dann erwischt man einmal... Nein! Oh, nein, nein! Ich lebe noch, aber guckt euch meine Energie an. Verflucht, ey. Nein, 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 schnell, 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 schnell hoch. Einfach hoch, einfach hoch. Nicht nach unten schauen. Wie im echten Leben. Hoch, 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 hoch.
Nein! Oh! So, ganz ruhig. Oh! Warum der dann nicht einfach nach unten gedrückt wird, sondern nach der Seite? Das ist... Boah! Da ist man schon wieder nah am Nervenzusammenbruch. Ah. Mann! Oh, warum verschwindet er denn so früh? Nein! Oh! Naja, ist noch im Bereich des, naja, also. Oh, wieder, ja, boah, das hasse ich ja auch so. Man muss ja immer wieder ganz von vorne anfangen. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, was ist denn der Gameplay mal so behindert? Aber man muss gucken, dass man wirklich am Rand irgendwo bleibt. Weil nämlich genau das sonst passiert. Oder man nutzt dann einfach, dass man blinkt. Oder man fällt einfach wieder runter. Na! Ja, boah. Like a boss. Das hört spätestens jetzt auf. Dann... Nö. Mann! Also mindestens den hier unten muss man zum Stehen. Ja, toll. Mann! Das ist sowas von... Ey, das ist... Das Spiel, das wurde von Satan erfunden, glaub ich. Ey, im ersten Bildabschnitt tot. Oh nein! Mann! Mann! Mann, 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 Mann! Nein! Ich glaube, da ist beabsichtigt, dass man da Energie verliert. Anders kann man das gar nicht schaffen. Was die Treppe da, das ist die Treppe des Todes da links unten. Wenn man da runterspringt, ist man wieder da, wo man vorher war und hat gar keinen Nutzen davon. Oh Mann! Ich glaube, wenn die merken, dass man springt... Guck mal, schon continue! Stage Select. So, ne, wir versuchen uns ja noch unsere Nerven zu behalten. Und dann weiß ich noch, da hatte ich Mega Man auf dem PC. Da war das der erste Level, den ich je gespielt habe. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich den kann. Nur mal so zur Info. Boah, die fliegen auch so unvorher... Guck mal, das ist einfach so, als wenn sie sagen wollen, fick dich, wir haben hier keinen Pattern. Du hast eh keine Chance, deswegen springen wir einfach so, wie wir Bock haben. Da kann man sich nicht auf irgendwas einrichten, wisst ihr? Man hat ja meistens einen Pattern, ne? So, wo man dann so sieht, ne? Ah ja, so fliegen die. Na, dann muss ich mich da hinstellen, da kriegen die mich nicht. Nee, die kommen angeflogen, die sehen, ach, der steht jetzt da, dann fliegen wir jetzt einfach mal dem genau gegenüber, gegen den Kopf oder so. Haha, in your face. Ha. Ja, das ist doch schon mal eine viel angenehmere Stage. Die kann man auch schaffen.
Jetzt ist die Frage, was ist besser? Ja, komm, direkt hier hoch. Kann ich verkraften, kann ich verkraften. Haha, da war ich schneller als das Licht. Da hatte selbst das Spiel keine Chance, mich zu verarschen. Ey, da geht ja recht gut. Wie soll ich denn da raten? Was ist das denn? Was? Ey, kann man die überhaupt kaputt schießen? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Ja. Hier, das ist auch so was. Der springt ein... Dann springt er mal weit, dann springt er mal nicht so weit. Aber ich reg mich schon über ungelegte Eier auf. Nein! Oh! Wieder ganz von Anfang an. So, hier sollte man am besten einfach versuchen, alle von Anfang an direkt... gar keine Chance, die Jungs. Nee. Ich renne dann gar nicht erst weiter. Ich mache sie erst alle kaputt, bevor ich irgendwelche weiteren Schritte überhaupt erwäge. Der Level ist eigentlich relativ einfach, oder? Aber das ist schön, da muss ich mich nicht selber so aufregen. Haha, boah! Perfekt fast! Ah, war ja klar, dann gönnen die mir nicht, dass ich da mal so durchkomme. Das Schlimme ist ja, wenn man viel... Nein! Scheiße! Wenn man viel Energie verliert, hat man nachher beim Endgegner ja richtig so die Arschkarte, ne? Oh, Energie. Ja, jetzt kommt hier der Pac-Man-Werfer, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Boah. Ist ja schon fast too easy. Der Gameblamer geht ab. Der Gameblamer spielt alles. Ja, ich bin gut. Das sieht Capcom anders. Ich bin so gut. Ja, Mega Man kann mich mal. Ja, sogar hier mit Gesangseinlage. Kein Mensch braucht SingStar. Das sind noch so catchige Songs. Boah. Ey, enger kann man das nicht bemessen. Ne, den versuche ich gar nicht zu vernichten. Das vernichtet mich. Nein! Boah, wie soll das denn gehen? Ach so, ja. Oh. Nein! Oh, ja, jetzt wollen sie einen aber hier verarschen, ne? Was ist das denn? Für ein wildes Wirrwarr. Und das ist total blödsinnig da drüben. Da muss man gar nicht hin. Oh, der Pac-Man-Werfer. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Rennen ja. Nein, jetzt kommen wieder die... Wir fliegen einfach mal so, wie wir ihn am besten kaputt machen können. Nichts regt mich mehr auf in Spielen als Willkür. Was ist das denn jetzt? Oh... Oh, ja. Weißt du den... Nein! Oh, nicht von Anfang an. Ja, aber man wird direkt so gesetzt, dass man Energie verlieren muss. Es geht gar nicht anders. Wir machen dich fertig. Du versuchst so gut zu spielen, wie es geht. Aber wir kriegen dich sowieso. Denn wir sind so gemacht, dass du keine Chance hast gegen uns. Ja, ist doch mal... Das ist das Mega Man-Lied. Das ist die Mega Man-Hymne.
Merkt sie euch gut. Merkt sie euch. Aber die Musik ist echt geil. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ich davon mal so, vielleicht so einen Techno-Remix machen soll. Setze ich mich gerne dran. In letzter Zeit habe ich wieder viel Bock, Musik zu machen. Eigentlich ist das im Moment der gute Laune-Blamer, oder? Schlechte Laune hat hier gar keine Chance. Zumindest nicht in dem Level. Der ist nicht so frustrierend. Schnell kaputt machen. Haha. Weiß ich gar nicht, warum man da rüberspringen sollte. Das ist doch eigentlich Selbstmordkommando. Oh nee, jetzt ist hier ein großer Gegner. Oh, man hat doch gerade gesehen, dass er da hängen bleibt, ne? Dann rennt man da... Nein, was ist denn hier los, Mann? Oh nee, und jetzt, passt jetzt auf, jetzt mache ich Continue. Am Anfang vom Level, der war uns zu gut, wir setzen ihn wieder am Anfang vom Level hin. Boah. Das ist doch nicht wahr. Boah, das war jetzt... Boah. Ja, wir ärgern ihn mit Continues. Wir setzen ihn einfach wieder am Anfang von der Stage hin. Denn das frustriert am meisten, wenn man wieder alles von vorne machen muss. Boah. Nein. Blöd war eigentlich, dass ich jetzt denselben Level nochmal genommen habe, weil, boah, das ist so frustrierend. Wieder. Oh. Wieder von Anfang anfangen zu müssen. Dann ist das besser, wenn man einfach wieder eine neue Stage nimmt. Dann regt man sich nicht so auf. Ich fühle mich gerade, wie ich euch das erkläre, so wie dieses. Dieses kleine Kind, ich weiß nicht, das ist bei YouTube jetzt so rumgegangen, dieses Kind, dieses kleine, ich glaube, das ist ein kleines türkisches Mädchen, wie der Papa ja, ein anderes Auto fährt dann. Du darfst das Auto nicht klauen, das ist böse, da kommst du in Gefängnis, ich geh arbeiten. Total süß. Genau so kam ich mir jetzt gerade vor. Boah, da verfolgt der einen durch den ganzen Level. Na. Ah. Da muss man aber auch punktgenau stehen. Oh, da gehe ich jetzt gerne mal hin, mal ein bisschen Energie abstauben. Schnell genug kaputt machen. Ja. Da. Nein. Ah, Mann. Nein. Da war ich wieder zu vorschnell. Zu vorschnell. Ah, keine brauchbare Energie. Fuck. Das wird einem nicht belohnt, wenn man mal versucht, hier mal ein bisschen, ne, so, hey, ich guck mal, vielleicht kann ich hier ja was reißen. Nein, nein. Nein, schnell runter. Falls ihr euch fragt, warum ich das mache, ich versuche noch hier irgendwo Energie herzukriegen. Zack. Der Pac-Man-Werfer. Schnell durch. Aha. Nein. Mein Gott, die Musik ist so geil. Oh nee, jetzt kommt wieder mein Liebling hier. Ha, ich bin im Pattern entkommen. Da gibt's wenigstens einen. Hier stehen bleiben? Nein, hier stehen bleiben bringt gar nichts. Schnell runter und schnell viel schießen, viel schießen! Guck mal, jetzt bleibt ihr da unten hängen und jetzt passt auf. Ja, nee, ist klar. Warum kann er denn auf einmal dann da hoch?
Also bitte, das soll mir jetzt mal hier Capcom bitte... Oder kriege ich noch nicht mehr Energie für, ey? Ich krieg einen Rappel. Jetzt bin ich beim Endgegner und ich bin fast am Ende. Wie soll ich denn den Endgegner jetzt bitte besiegen? Wie soll das denn gehen? Ah, nee, doch noch nicht. Oh ja, die Dinger. Oh. Ey, gib mir mal was Brauchbares. Als wenn das Spiel sagen möchte, fick dich, wir geben dir nichts, was du gebrauchen kannst. Jetzt kommt der Endgegner und ich bin am Ende. Toll. Nein! Nein, was ist das denn? Oh. Na, wenigstens habe ich noch kein Leben vorher verloren. Sonst wäre ich nämlich jetzt Continue und ich dürfte wieder von Anfang an anfangen. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu weit gehe und das da kaputt kriege, bevor das sich auslöst. Das wollt ihr nämlich nicht erleben, dass das losgeht. Oh, man kann auch hingehen, wo man will. Der schmeißt das Ding eh. Genau in die Richtung, in der man ist. Komm, ich möchte kein Herzkasper kriegen hier. Ich bin noch zu jung für einen Herzinfarkt. Naja, eigentlich nicht. Ja, ich habe ihn besiegt. Yeah. Sollte der Rageblamer es tatsächlich schaffen und das Spiel durchspielen? Ich glaube nicht. Wenn wir gleich wieder Elecman machen, dann ist sowieso wieder alles vorbei.